Das Tor zur Hölle. Nichts weniger warten wir jetzt hier. Auf, meine werten Ödländer. Hoch, geh hoch. Da ist ein Zivilist, aber ich glaube, ja, der ist hinüber. Der ist hinüber. Rücken Sie weiter vor, Agent. Machen wir, machen wir. Wir müssen weiter vorrücken. Aber wo? Wohin müssen wir denn? Haben wir hier alles? Möchte alles mitnehmen. Oh, da kommt schon einer. Da kommt einer. Hier oben bleiben, Fragezeichen. Ich glaube, das ist nicht so gesund. Wir sitzen hier wie auf dem Präsentierteller fest. Wow, wie viele kommen denn da? Krass, 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 krass. Gegner neutralisieren. Das ist jetzt nicht so ein klares Ziel. Gut, da gibt es auch nichts falsch zu verstehen, aber... Okay, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Oh mein Gott, ich muss hier runter, ich muss runter. Das bringt nichts. Hier oben sitze ich wie auf dem Präsentierteller fest. Alles cool, alles cool, alles cool. Aber wie haben wir... Oh, Alter, wir brennen. Nein, brennen ist gar nicht gut. Das habe ich in der Grundausbildung gelernt. Vermeiden Sie es zu brennen. Oh, 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 oh. Und wir sehen hier gar nichts, nur ihre Schatten. Aber das reicht ja auch manchmal. So, wo ist der zweite Zivilist? Wo ist der zweite Zivilist? Erstmal alles schön durchladen, auch unser Scharfschützengewehr. Ach Mensch, das gute Scharfschützengewehr ist hin und wieder echt ein richtiger Segen. Okay, sag ich doch, dahinter. Dahinter ist die Hölle. Lasst uns das Tor durch die Hölle oder in die Hölle durchqueren. Mann, oh Mann, oh Mann. Cool. Ich höre es da schon. Das ist Höllenmusik. Endgame-Content. Na gut, Endgame von diesem Nebeneinsatz. Nicht falsch verstehen, ich weiß, was Endgame bedeutet. Wirklich. Hast du mich schon gesehen? Hat er mich schon gesehen gehabt? Cool, cool. Verdammt. Aha, weg! Oh nein, wir sind vergiftet, vergiftet! Wir waren vergiftet. Alles cool, da ist der zweite Zivilist. Ja, dem geht's nicht besser als dem ersten. Naja, so schnell kann es vorbei sein. War das etwa alles? War das alles? Ja, offensichtlich schon. Was für Schuhe haben wir eigentlich an? Nice Sneaker, würde ich mal sagen. Echt nice Sneaker. Sportlich. Wir sehen sehr fit aus. Ist ja schon oft die halbe Miete, fit auszusehen. Ah. Ja, der wird da schon länger hängen. Ziemlich regungslos, der Junge da. Okay, 30 Schockmunition. Ich hoffe doch auch für... Wir schicken ein Team, um für meine MP. War's das? Hey, 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 wow. Ich sehe nichts, mal wieder nichts. Sonne, geh unter. Okay, für einen Kopfschuss hat es gereicht.
Na, Alter! Das war ein Kopfschuss. Das muss am Server gelegen haben. Cool. Cool, cool, cool. Alles nachladen. Den guten Loot einsammeln und dann zurück zum Sanitätszelt. Mann, oh Mann, oh Mann. Ist ein schwieriger Job. Ist ein harter Job. Aber einer muss ihn machen. Einer muss ihn machen. Und heute sind wir dran. Morgen haben wir frei. Mal gucken, was wir da machen. Wir hängen wahrscheinlich ein bisschen am Washington Monument ab. Haben wir ja in der letzten Folge haben wir das übernommen. Ist ein schönes Plätzchen. Was haben wir hier? Mitgenommen, Handschuhe. Sind das unsere gesuchten Handschuhe? Endlich. Doppelkopf-Adelhandschuhe? Nein. Natürlich nicht. Also können wir auch irgendwelche Handschuhe einfach nehmen, würde ich sagen. Die besten, die wir haben. Solange bis wir die passenden, Set-abschließenden Doppelkopf-Adelhandschuhe gefunden haben. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Hallo? Die Hyänas wussten nicht mal, dass sie auf einem Versteck mit Shaytag saßen. Ja, eben. Die doofen Hyänas. Ach, guck mal, ein Schraubendreher. Schön. Können wir auch gut gebrauchen. Kreuz oder Schlitz? Ist eine wichtige Frage, finde ich. Aber eigentlich auch Unsinn. Warum hat man eigentlich da zwei erfunden? Warum hat man einfach nicht ein Format etabliert? Wahrscheinlich, weil irgendeiner sich wieder auf den Markt drängen wollte und die Welt damit ein bisschen komplizierter gemacht hat, aufgrund von, naja, Geldgier halt. Geldgier. Was sonst? Was soll es sonst sein? Weiter, 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 weiter. Go, 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 go. Ist ja der Endkampf. Ich will nochmal ballern hier in diesem Nebeneinsatz. Haben Sie sich ein, Agent. Es wird ungemütlich. Und wo? Und da? Aber das ist doch ja keine Position. Die sind zu nah zum Snipern. Die sind zu nah zum Snipern. Geschütz aufstellen. Geschütz aufstellen. Geschütz aufstellen. Und wo? Hier war doch einer gerade. Hier war so ein Schlender-Typ, der mega mutig ist. Oh, verdammt, 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 verdammt. Von wo? Nur von der Seite, ne? Zu weit weg für die MP. Zu weit weg und zu nah dran zum Snipern. Eine schlimme Situation gerade für uns. Aber tatsächlich, die Schockmunition war nur für Scharfschützengewehr. Also wenn wir so eine Spezialmunitionskiste aufheben, dann befüllt es nur die aktuell in der Hand gehaltenen Waffe mit der Spezialmuni. Haben wir es? Wunderbar. Einsatz abgeschlossen. Es war ein langer, langer, harter Tag. Na gut, aber noch ist er nicht vorbei. Noch ist er nicht vorbei. Haben wir noch Kram oder so? Nein, haben wir nicht. Schade, weiter geht's. Was gibt's denn hier noch so Schönes um die Ecke? Hier. Ein Fragezeichen und dann noch ein Kontrollpunkt. Wir sind ja gerade fit, das sollten wir ausnutzen. Oh. Kann das sein, dass das letzte Patch ein wenig Ambient-Musik ins Spiel geschummelt hat? Gerade für diese Laufsequenzen. Also irgendwie kommt mir das gerade so vor. Keine schlechte Wahl. Keine schlechte Wahl. Dann brauche ich das hier nämlich nicht machen. Propagandasendung, gleich um die Ecke. Keine Doppelkopf-Adlerhandschuhe, schade. Wo ist denn bitte das Funkgerät? Wo ist denn bitte das Funkgerät? Da. Ortega stationiert. Manny Ortegas letztes Telefonat mit seiner Mutter, bevor er stationiert wird. Manny? Hey, Mom. Wo bist du? Geht's dir gut? Hast du mit deinem Bruder geredet? Ganz ruhig, Mom. Mir geht's gut. Wir verlassen morgen den Hafen. Wohin haben sie noch nicht gesagt? Aber du bist nicht in New York, oder? Da soll es ja schlimm sein. Ich bin nicht in New York. Hast du frisches Wasser gebunkert, wie ich dir gesagt habe?
mir geholfen. Gute Nacht. Gut, gut. Essen auch? Essen auch. Nani, ich weiß, es ist alles schlimmer als in den Nachrichten, aber... Okay, ja, auf jetzt. Es geht los. Mist. Okay. So, okay. Wo muss ich denn hin? Wo ist der Lautsprecher? Ja, ist gut, genug telefoniert. Wir haben zu tun. Küsschen, Mom. Wie geil. Wie geil. Warte mal, stopp, wir haben eine neue DH-Maske. Ist die besser als unsere aktuelle? Ja, nehmen wir. Nehmen wir. Und unser Set bleibt komplett. Go, 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 go. So, von wo kommen sie? Von wo? Push me! Da sind sie. Okay, da liegt der Schlüssel, den holen wir uns jetzt und dann sind wir hier auch schon durch quasi. Hoch da, geh hoch. Cool, runter. Bam, 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 bam. So. Vorgang fortgesetzt. So, und wo kommen sie diesmal? Wahrscheinlich wieder von der gleichen Seite. Jupp, wie soll es auch anders sein? Giftgas, Mann. Was war denn das bitte? Ey, du kannst nicht ewig ballern, Mann. Du kannst nicht ewig ballern. Aber verdammt, du bist da ganz schön gut eingebunkert. Krass, 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 krass. Haben wir's? Sieht gut aus, sieht gut aus. Der Tag ist gerettet. Und wir können wieder das Piratenradio hören. Damn. Ja, stimmt. So, Übertragung wiederhergestellt. Auf zum nächsten Punkt. Genau, wir wollten ja den Kontrollpunkt machen. Ein weiterer Schnellreisepunkt, aber wir haben gerade kein Essen dabei. Das ist nicht gut. Da wird sich der Kontrollpunkt-Commissioner nicht wirklich freuen. Überfluteter Darm, Übernahme einleiten. Wo ist das Ding denn hier? Ah, hier geht schon los. Hier geht schon los. Mal kurz die Lage checken. Unser Geschütz lädt gerade schon auf. Da ist einer, da ist einer, da ist einer. Ich würde sagen, wir machen den ersten Schuss und dann holen wir die Jungs dazu. Zack. Wechseln. Und go! Oh, da kommt einer. Nein! Voll ins Gesicht geschossen. Ballermann und Söhne. Aha. Und nu? Und nu, mein Freund? Schande, Schande, Schande. Wir sind eingekesselt. Oh, der heilt da irgendwen. Der Mistkerl. Der heilt da irgendwen. Vergiss es. So nicht. So nicht. Da müssten Flaschen explodieren. Sag ich doch. Ah, verdammt. Also auf die Distanz ist die MP wenig zu gebrauchen. Aber wo sind unsere Jungs? Ho, 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 holy moly. Boah, kurz Deckung. Ich bin fast im Eimer.
Ich will eine andere Waffe haben auf dem ersten Slot. Ich will mein LMG, Mann. Das goldene LMG. Das goldene Zeitalter der LMG. Ist wieder gekommen. Mist! Schon wieder leer! Kann doch nicht sein, Mann. Agent braucht Verstärkung. Mann, ich muss nachladen! Ich stehe Wache. Ich verschrotte das Teil. Okay, sehr schön. Und jetzt dürfte eigentlich nur noch die Nachhut kommen. Sich nähernde Feinde erkannt. Machen wir. Wir kontrollieren und verteidigen den Kontrollpunkt. Kontrollierter Kontrollpunkt. Nichts leichter als das Funkgerät. Neuer Auftrag. Manny Ortega kommt im JTF-Lager an und wird neu zugewiesen. Ja. Wo sind die denn? Wow, wow, wow! Wir brennen, das ist nicht gut. Wir sind mitten in die Flammen gelaufen. Cool. Wo ist er denn? Wo ist denn der Anführer? Der kommt von der anderen Seite. Da ist er. Schwer gepanzerter Feind erkannt. Der steht da oben, alles klar. Giftgas, Mann, Giftgas. Schande. Komm raus da. Ach Mensch, immer diese Hektik. Hoffentlich sehen sie mich jetzt mal kurz hier nicht. Nee. Ach verdammt, da oben ist noch einer. Da war noch einer. Wo sind alle hin? Haben wir es geschafft. Wunderbar, überfluteter Damm eingenommen. Wer hat den Anführer hier gekillt? Wer war das? Wer hat mir den Anführer weggenommen? Naja, macht ja nichts. Haben wir alles? Wo ist denn der Vorratsraum? Hä? Und dann gehe ich hier wieder zum Commissioner auf Kontrollpunkt. Guten Tag, lieber Loot, guten Tag. Handschuhe, aber keine Doppelkopf-Adelhandschuhe. Echt schade. Die Schrotflinte brauchen wir auch nicht wirklich. Ich bin sehr zufrieden mit der abgesägten Schrotflinte auf 3. Dann wollen wir doch mal gucken, was wir hier Spannendes aufgehoben haben. LMG. Ja, ist immer noch der beste Allrounder. Klar, wenn man ein bisschen enger steht, dann macht das MP natürlich mehr Sinn. Aber naja. Ist halt so, ne? Also das kann weg. Das kann weg. Schrotflinte will ich auch nicht. Das Ding könnte man mal zur Abwechslung nehmen. Die Vector war solide, die bleibt erstmal im Team. Modell 700 macht 17.000 Schaden. Was macht das andere 20.000? Nein. Wir haben ein effektiveres Scharfschützengewehr. Den Kram müssten wir eigentlich mal verkaufen. Damit wir mehr Platz haben. G36 verbessert. Vielleicht einfach mal zur Variation. Damit wir wieder wissen, woran wir sind bei den anderen Waffen. Aber guck mal, das Ding ist sogar Gold. Schießt ein bisschen schneller, macht aber nicht so geilen Einzelschussschaden. Und das ist mir eigentlich beim Scharfschützengewehr viel, viel wichtiger. Viel, viel wichtiger. Ja, nehmen wir einfach mal die FAL SA 58. Nur so zum Spaß in Draufgängerkolorierung, bitte. Draufgängerkolorierung. Das Ding könnte ein wenig mehr Präzision vertragen, wie ich sehe. Magazin, Kopfschussschaden. Noch mehr Präzision durch den vertikalen Griff. Und dann noch natürlich Schaden durch kritische Treffer. Jupp. Alle viel von. Du bist unsere Nummer 1. Enttäusch uns nicht. Hier sind wir theoretisch schon durch. Können wir alles eigentlich verticken.
Können wir alles verticken. So, Doppelkopf, Adler. Aber den besten Rucksack haben wir schon ausgerüstet, deswegen können wir hier so bleiben. Unsere Rüstung ist immer noch die beste Rüstung, richtig? Ja, wegen dem Slot natürlich. Wegen dem Slot. Auch wenn es so von den Grundwerten her schon bessere Rüstungen gibt. Auch bei uns hier im Inventar. Der Slot. Der verdammte Slot ist es mir wirklich wert. Deswegen können wir ja alle anderen theoretisch eigentlich als Plunder markieren. Haben wir eventuell eine bessere Modifikation hierfür? Waffenschaden und kritische Reichweite, Widerstand gegen verschwommene was? Verschwommene Sicht wahrscheinlich, Lebensenergieregeneration. Nee, Waffenschaden und kritische Reichweite ist eigentlich schon ziemlich stark. Optimale Reichweite, nö, das ist schon cool. Setz das Ding mal ein. Können wir die Farbe noch ändern vielleicht? Ja, können wir tatsächlich. Aber ich fand Pink eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Also rosa. Also bleibt es auch erstmal rosa. Ach, das Ding habe ich jetzt gemoddet? Das tut mir leid. Nein, stopp. Entschuldigung. Ich nehme alles zurück. Du bist Schrott. Dich wollte ich modifizieren. Ich hatte mich schon gewundert, hatten wir nicht eigentlich schon was drauf gehabt? Auf dem Modifikationsslot? Und gab es da nicht sogar eher ausgewähltere Modifikationen? Nicht jede Mod kann man an diese Rüstung anbringen. Das ist eine goldene High-End-Rüstung. 82 Fertigkeitenstärke, 2% verlängerte Dauer von Verwirrt. Oh, verlängerte Dauer von in Brand. Aber wir benutzen keine Brandwaffen. Deswegen bleiben wir erstmal hier. Auf plus 82 Fertigkeitenstärke. Sehr schön. Farbe bleibt die gleiche. Du bist Schrott, Mann. Bleib Schrott. Okay, Rucksäcke haben wir geklärt. Handschuhe, immer noch keine Doppelkopf-Adlerhandschuhe. Ich nehme jedes verfluchte Paar, egal wie schlecht die sind, vom Doppelkopf-Adler. Aber Pustekuchen. Solange können wir eigentlich einfach die besten nehmen, die wir hier im Inventar haben. Hier können wir sogar eine Mod anbringen. Nicht schlecht. Der Rest wird vertickt beim nächsten Sammelpunkt. So. Fahrplatz. Naja. Nö, genau. Tigerstreifen ist cool. Aber hier war doch eigentlich auch gerade noch. Ach, jetzt haben wir die schon wieder gefärbt. Nein, ich will die hier färben. Die will ich färben und modifizieren. Das ist manchmal auch ein bisschen komisch. Haben wir denn überhaupt Modifikationen, die wir an diesen Handschuhen benutzen können? Ja, haben wir. Fein. Kopfschussschaden ist ganz wichtig. Ich lege viel Wert auf Kopfschüsse. Cool. Lootbox öffnen. Knieschoner der Marke Ying Yang und eine Uzi. Ja, ist so eine Uzi halt. Eine T821. Haben wir auch noch nie mit gekämpft. Aber damit müssen wir noch näher an den Gegner. Was vielleicht aber ganz lustig sein könnte. Wir behalten sie im Inventar. Und was waren das jetzt? Knieschoner, ne? Da sind wir noch gar nicht durch. Knieschoner, nur noch D&H und immer die besten, die wir dabei haben. Und natürlich auch von den Attributen her, entweder Akku oder Kampf. Aber hier haben wir doch, glaube ich, immer noch die Regeneration, ne? Stärken plus 10% Lebensenergie bei Tötung, verdammt wichtig. Dieses Symbol da oben, das brennende Erste-Hilfe-Symbol. Und der Rest kann weg. Oh, warte mal, stopp, goldener, ja, aber passt nicht zum Set. Das ist unser Set, das unterstützt einfach mal unseren Spielstil. Volle Kanne. Auf irgendwas muss man ja Wert legen und wir legen derzeit sehr viel Wert auf die Sets. D&H, ansonsten alles weg. Aber wir können es färben. Was wir noch nicht getan haben. Und warte mal, eine Sekunde. Nein, das können wir färben. Schon wieder fast falsch gefärbt. Rosa oder grün? Nee, wir nehmen diesmal grün. Wobei das schneidet sich so schön von der Hose. Finde ich cool. Wie so ein kleiner Sailor Moon Jäger. Hier haben wir das Beste dran, ne?
Kann das sein? Prestige-Modplatz? Nö. Was haben wir hier? Schon das Beste dran, ne? Hier auch. Jo, da können wir gerade nichts machen. Das Geschütz ist auch top. In Schuss, würde ich mal behaupten. Das ist hier nur Prestige. Plus 9,6 Lebensenergie und die anderen, da haben wir leider noch nichts. Aber werden wir bald bekommen. So, jetzt noch den Commissioner abklären. Hallöchen, na? Hast du Durst und Hunger und Bock auf Schrauben? Schrauben habe ich auf jeden Fall jede Menge. Jede Menge. Und dann geht es wieder raus in die weite Welt von Tom Clancy's The Division 2. Aber erst in der nächsten Folge, meine werten Ödländer, denn das war's für heute. Lasst mir einen Daumen nach oben da, sofern ihr die Folge genauso cool fandet wie ich. Und dann bis dann, ne? Wiederschauen, Rheingau und der Leo. Bis dann, tschüss.